Hier da draußen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Ja, ich produziere hier mal gerade so ein bisschen Superlegierung, aber das ist jetzt dann auch sinnfrei. Das Einzige, was ich jetzt auch zum Wegschicken hätte, wären die Superlegierungsstäbe. Da brauchen wir Uran- und Iridiumstäbe dafür. Dazu müssten wir ja Uran ranholen. Was habe ich? Ich habe auch vorher wieder, hat es kurz wieder Bing gemacht und ich war abgelenkt. Und ich konnte jetzt hier, aber Leiterplatten kann ich hier noch keine herstellen, ne? Osmaniumstäbe. Wie viel kannst du da mir herstellen? Weil Osmanium war ja, glaube ich, auch zu Genüge da. Machen wir das mal aus. Raketenantriebe. Bioplastik kann ich ein bisschen herstellen. Machen wir jetzt mal gerade mal so ein bisschen. Ach, du heiliges Kanonenrohr. So, noch machen wir noch einen dritten. Dann haben wir das auch. Dünger, kannst du den herstellen? Kommst du da ran? Nö, kommst du nicht ran. Okay, gut. Dann hier das. Kernfusion, 80 Terra-Token. Was kann ich mit dem? Kann ich den in einem Schiff produzieren? Nein, 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 keinen zweiten herstellen. Bitte, bitte, bitte. Okay, Fusionskraft for the first. Das heißt, wir haben ja in diesen Schiffen diese Kernfusionsdinger gefunden. So, jetzt räume ich erstmal weg. Was haben wir hier? Wir haben Superlegierung. Ja, super. Wollt ihr meinen Müllhaufen sehen? Das ist mein Müllhaufen. Hier habe ich jetzt gerade mal so alles hingeschmissen, was ich so jetzt erstmal gerade nicht gebraucht habe. Was ich jetzt machen könnte, wäre, dass du mir einmal das rübergibst. Dann mache ich die Stäbe weg. Den Kernfusionsdinger nehme ich einmal mit. Und dass du mir bitte Superlegierungsstäbe produzierst. So, dann packen wir mal den Plastik weg. Den Plastik, den haben wir ja hier gebraucht. Und jetzt fliegen wir einmal hoch zu diesem Raumschiff, zu diesem großen da. Vorher trinken wir noch was, weil trinken, dadurch, dass die Temperatur wahrscheinlich so hoch ist, schwitzt der jetzt wahrscheinlich. Und da oben war, glaube ich, ein so ein Kernfusionsgenerator drin. Und wenn ich da dieses Ding einsetze, ist ja die Frage, was sich dann tut. Wie gesagt, das hat einmal kurz Ping gemacht und da war ich dann ein bisschen verwundert, was das war. Hatte aber auch keine Anzeige, war wahrscheinlich ein Bug oder irgend sowas. Weil ich wollte eigentlich nur so ein bisschen, ich habe Material so ein bisschen von links nach rechts gefahren. Damit wir hier mal ein bisschen Platz kriegen. So, einmal die Taschenlampe an. So, war hier ein Kernfusionsreaktor drin? War der hier hinten drin versteckt? Da ist er. Okay. Und wenn ich dich da jetzt reinmache, was machst du? Okay. Öffnen. Der ist blockiert. Aber was macht der jetzt? Okay. Was auch immer der jetzt getan hat. Wir haben da jetzt einen rein. Müssen wir uns merken, dass hier oben schon einer drin ist. Dann huschen wir mal wieder raus. Hat das jetzt was an meiner Energie gemacht? Nee, nee, hier bin ich falsch. Hier bin ich absolut falsch. Da wollen wir raus. Sollen wir mal in die Osmaniumhöhle gucken? Laufen hier irgendwelche Krabbelviecher rum, die wir mit runternehmen können? Nö. Was haben wir hier drin? Osmanium bis nach. Ach so, da können wir ja Osmaniumstäbe draus machen. Ja. Osmaniumstäbe. Und wenn, dann können wir sie ja im Recycler, können wir sie, glaube ich, zurückrecyceln, wenn sie dann einfach wirklich dann zu viele sind. Jetzt wird er mir da unten wahrscheinlich einen Haufen Stäbe gemacht haben. Aber die sind alle nicht so wertvoll. Wir brauchen wirklich
Wirklich, wirklich brauchen wir das, diese Pulsarquarze. Mal sehen, was er jetzt sagt wegen Energie von Strom bis Rom. Schauen wir mal, was er jetzt da produziert hat. Fupp. Ist hier ein bisschen was weg? Nö. Wie viel Stäbe hast du? Woran hängt's? Ah, okay, an irgendwas hängt's jetzt. Da kannst du wieder weiter nachproduzieren. Stäbe, Superlegierungsstäbe können wir einmal aufsortieren. Damit können wir fast das. Okay, du produzierst mir das. Mach mir mal bitte Osmaniumstäbe. Mach mir mal Osmaniumstäbe. Wie viel Osmaniumstäbe kannst du mir jetzt machen? Dann packe ich hier. Da ist Superlegierung. Wahrscheinlich hat er nicht mehr so viel Super. Achso, Inventar ist voll. Okay. Da ist gar nichts mehr übrig. Gut. Aluminium ist noch ein bisschen was übrig. Und Osmanium können wir hier reinpacken. Produzierst du mir Stäbe? Ja. Okay, jetzt ist der auch fertig. Gut. Dann kannst du hier mal wieder Essen machen. War das Essen Superfood? Gab auch Stäbe. Das ist eine Fünferreihe. Fünf. Superlegierung sind auch noch mal fünf. Dann haben wir hier noch mal Osmaniumstäbe. Fünf. Kann man die Mikrochips in den Himmel schießen? Wahrscheinlich nicht. Was gibt denn noch Geld? Hier. Oh, der Container ist leer. Hier Eisen ist auch gut leer. Superlegierung haben wir noch ein bisschen. Pulsarkristalle. Den hat er komplett leer gemacht. Da ist noch was drin. Alu ist noch ein bisschen was drin. Titan ist noch ein bisschen was drin. Magnesium, Silizium. Okay. Dann haben wir hier noch mal Nahrung. Da können wir hier noch zweimal Nahrung. So, jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier was reinkriegen in die Karre. So, einmal die rüber und die rüber und drei wieder zurück. Jetzt müssen wir noch eine Reihe. Müssen wir ja dann voll machen. Dann haben wir hier noch Material, was wir in der Gegend rumfliegen lassen können. Baut sich der Haufen hier eigentlich so ein bisschen ab oder ist das hier, weil hier liegt auch Superlegierung am Boden und sowas alles und was ist das? Stickstoff, Plastik, okay, Inventar ist voll. Stäbe haben wir jetzt genug. So, dann gehen wir mal durch die Schränke durch. Magnesium kann hier rein. Silizium kann hier rein. Iridium ist leer. Stoff. Kobalt haben wir hier. Uran ist ein bisschen da. Uran müssten wir mal holen. Aluminium. Eisen. Gerümpelschrank ist auch leer. Oh. Aluminium hätten wir hier eins gehabt. Aluminium müssen wir mal von drüben mitbringen. Eisen, Superlegierung hat er auch gut. Dann haben wir hier einmal Stickstoffkartusche. Wie wir an das Stickstoff rankommen, weiß ich auch noch nicht so richtig. Dann haben wir hier einmal Plastik, einmal sortieren. Dann sieht das auch wieder ordentlich aus. Ja, Materialien können wir ordentlich verholzen. Was produzierst du mir? Du hast noch einmal Nahrung gemacht. Wie viel Nahrung haben wir denn? Das produziert er mir ja so ein bisschen nach. Was ist denn noch in der Kiste drin hinten? Sind denn noch Bohnen in der Kiste drin? Ja, das sind noch genug. Hast du mir schon eins gemacht? Nö. Da wartest du jetzt, bis draußen die Bienen fertig sind. Dann nehmen wir hier nochmal Nahrung mit. Und schicken dich mal dann mit einer vollen Ladung nach oben. Okay. Das heißt, wir kriegen jetzt Tokens. Tokens, Tokens, Tokens. Da haben wir denn jetzt uns auch wieder Kohle. Ah, wir wollten ja hier drauf gucken. 250. Was dieser Kernfusionstest
Dinger gebracht hat? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, was der uns da jetzt gemacht hat. Wozu wir den gebraucht haben. Da können wir diesen Dinger da ja reinmachen. Uran wollten wir holen. Hier können wir was reinräumen. Iridium, Silizium. Silizium haben wir hier keins. Magnesium ist wieder aufgefüllt. Titan ist voll. Aluminium müssen wir drüben holen. Eisen ist voll. Gerümpelschrank. So, und du produzierst uns hier Essen. Das ist gut, weil Essen können wir verschicken. Superlegierung kriegen wir drüben. Eisen ist hier. Stäbe haben wir auch noch ein paar. Okay, alles klar. Aber verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Haben wir eigentlich diese ganzen Auberginen-Dinger jetzt mal abgebaut hier? Oh, hier gibt es auch wieder Essen. Aubergine, Kakao, Aubergine, Pilz, Pilz, Paprika. So, hier packen wir einmal das rein. Da ist die Kakaobohne drin. Auberginen kriegen wir jetzt draußen. Da haben wir mehr und Pilz. Das heißt, wo ist Nahrungszüchter? Aubergine können wir rausmachen. Was bist du? Du bist die Kakaosache. Du bist auch nochmal Aubergine. Dann kann ich dich schon mal abbauen und dich kann ich schon mal abbauen. Dann kann man hier die Aubergine rausmachen. Das gibt ja alles auch wieder Energie zurück. Da ist noch Kürbis drin. Und hier ist... Da kommt Kürbis raus und da kommt Bohne raus. Okay, alles klar. Hier sollte ich auch mal wieder ausräumen. Das ist alles ein Chaos. Dann Iridium sieht ein bisschen schlecht aus. Dann haben wir hier Aluminium. Das können wir von drüben mitbringen, ohne Ende. Dann haben wir hier zweimal Nahrung. Okay. Dann 1, 2, 3, 4. Dann haben wir eine Superlegierung. Wozu haben wir Superlegierung? Dünger haben wir. Hä? Nahrung niedrig. Wo ist mein Snackschrank? Ist hier mein Snackschrank? Kann man gut essen. Dann trinken wir einen Schluck. Und dann räumen wir hier den Dünger ein. Das ist gut. Und wir haben ja hier die Schränke, wo wir die Auberginen reinräumen können. Wasser. Haben wir nochmal Bohnen im Inventar gehabt? Ja. Denn das da, nee, das Wasser braucht man da nicht. Aber dass man hier keine Stäbe draus machen kann und die verhökern, das wäre natürlich toll. Das wäre natürlich super. So, was haben wir gesagt? Wir wollten Aluminium holen. Mal eine richtige, ordentliche Ladung Aluminium. Weil wir ja sowieso wahrscheinlich die Kisten wieder leer räumen müssen, können wir uns einmal das Inventar vollknallen, so dass wir genügend Aluminium haben. Wie viel Aluminium haben wir? Hier haben wir 2 Aluminium. Ah, okay. Dann packe ich dich darüber. Einmal die Kisten leer räumen. Da haben wir hier Aluminium. Achso, wir wollten ja alles nehmen. Und was können wir von hier aus? Können wir auch nochmal einiges nehmen. Dann können wir hier einmal das, das, das. Ist hier noch irgendwas drin? Da, das da rein. Aber Silikon fehlt wahrscheinlich wieder. Oder Silizium fehlt wahrscheinlich wieder. Nehmen wir hier einmal. Nehmen, da ist nichts mehr mit Aluminium. Dann nehmen wir hier nochmal Aluminium. Packen hier mal welche zurück. Jetzt müssten eigentlich beide leer sein, oder? Nee, hier war noch ein bisschen was drin. Nehmen wir alles mit. Hast du uns eigentlich schon Superlegierung produziert? Ja, hast du. Gut. Dann muss man die Superlegierung da auch mal wieder abholen. Aber das ist ja gut. Superlegierung gibt uns ja... Da ist meine Kiste. Ha, 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 ha. Da wäre meine Kiste gewesen. Ah, okay. Der verliert jetzt eine Kiste mit dem Loot und das ist dann sozusagen dann die Möglichkeit, sich hier zu revanchieren. Also sozusagen sich. So,
Dann haben wir hier einmal Aluminium ordentlich drin. Kobalt können wir und Magnesium ist auch. Silizium ist jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Du machst uns Essen. Das ist gut. Essen einmal rüber und vorne in die Kiste. Dann haben wir einmal Bohnen dabei und einmal Ding. Ja, der macht uns die Kisten hier schon ganz schön voll. Gut, so, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Das läuft alles hier. Du produzierst uns alle 160. Dann haben wir hier die Auberginen. Okay, ich denke mal, die Kakaobohnen brauchen wir dann bestimmt für diese Plätzchen, die wir dann mit diesem Küchending hier produzieren können. Einmal das und schon haben wir wieder einen Haufen von dem Zeug. Was sagt mein Gerümpelhaufen hier drüben? Hier liegt noch ein bisschen was rum. Aber wobei es eigentlich schon fast einfacher ist, hier die Sachen zu produzieren. Was haben wir denn sonst noch im Angebot? Wie viel Stäbe hat er uns denn produziert gehabt? Sollen wir hier noch mal auf das gehen? Jetzt haben wir nur keine Superlegierung mehr. Nee, das heißt, wir müssen erstmal Superlegierung produzieren. Das heißt, wir nehmen das rüber, dann produziere uns hier mal bitte Superlegierung. Dann haben wir hier einen Stab. Gut. Dann kannst du hier in Ruhe produzieren. Produziere mal. So, was war jetzt mein Gedanke? Hallo Schmetterlinge. Was war jetzt mein Gedanke? Irgendeinen Gedanken hatte ich. Pulsarkristalle. Bin ich immer noch überfragt, woher wir die kriegen sollen. Wir können ja mal uns noch mal gefährlicherweise können wir uns hier noch mal zum Vulkan teleportieren. Ja, da fällt man immer komischerweise runter. Was bekommen wir denn hier? Hier haben wir Obsidian bekommen, Silizium und alles. Okay. Aber hier sind keine Pulsarkristalle, ne? Hier sind keine Pulsarkristalle. Wo ist denn meine Hütte? Da. Wir wollen zurück zur Base. Dann haben wir Obsidian haben wir mitgebracht. Einen ganzen Schwung, das ist gut. Dann haben wir hier Silizium, Magnesium. Dann haben wir Titan. Wie sieht es hier aus? Ah, okay. Kobalt ist auch genug da. Eisen, ne, hier ist Aluminium. Und hier ist Gerümpelschrank. Was produzierst du uns? Du hast uns einmal die Kiste vollgepackt, kannst gleich weitermachen, so dass wir hier wieder voll sind. Pulsarkristalle. Wir fliegen jetzt einmal noch nach hier hinten durch, dass wir die vielleicht sogar trinken wir mal und essen eine Bohne und dann fliegen wir hier hinten noch mal durch, weil da hinten war ja auch so ein, ja, wie hieß das? Das Lager, dass da irgendwo sich noch irgendwas versteckt hat, was wir nicht gesehen haben. Weil Pulsarkristalle bräuchten wir eigentlich richtig viele. Und man müsste eigentlich einen Pulsarkristall mal auseinandernehmen und dann würde man vielleicht sehen, was man dafür braucht. Aber was bräuchte man für einen Pulsarkristall? Und ich denke mal, die werden bestimmt irgendwie. Ja, gute Frage. Ist hier irgendwo eine Höhle oder irgend sowas, was wir hier noch übersehen haben? Da ist eine Kiste. Oh, 160 Token haben wir gekriegt. Na super tolle Bohne. Da sind wir ja richtig stolz drauf. Ich würde ja gerne wissen, neuer Bauplan, Heizung T5. Ah, okay. Hier sind nochmal Token drin. Da haben wir nochmal Geld gekriegt. Was kommt jetzt hier runter?
1000 Token haben wir jetzt. Da ist jetzt die große Frage: Können wir damit irgendwas anfangen oder sind wir damit, können wir uns da irgendwas kaufen, was wirklich gut ist? War hier irgendwas drin? Wir müssen auch irgendwann mal diesen Frog River wiederfinden. Was geht's jetzt hier rein? Lass mich mal gucken. Hier war eine Höhle. Okay, Sauerstoff brauchen wir uns ja keine Gedanken machen. Hier waren die Gräber, genau. Hier waren wir ja schon drin. Aber hier war ja auch nichts Besonderes. Da ist noch eine Kiste. Wollen wir aber nicht zerlegen. Ja, hier sind so ein paar Materialien drin, die man gut brauchen kann. Aber der Brüller sind sie jetzt nicht. Ah, okay, jetzt ist er auch voll. Hier war auch noch eine Kiste. Da war noch was zum Zerlegen. Und hier ist eine Nachricht. Ah, okay. Vielleicht sollten wir uns mal in einer Folge wirklich der Nachrichten annehmen, um nachzufinden. Neuer Bauplan. Ineum. Neuen Schmetterling. Aber es wäre ja lustiger, wenn es nach den Schmetterlingen dann irgendwie, keine Ahnung, Spinnen und Käfer und sonstiges geben würde. Hier ist dieser komische Teich hier. Da waren wir ja auch schon mal dran oder drin. Da waren wir auch schon mal dran oder drin. Dann sind wir ja da oben ist das Lager. Hier ist noch eine Kiste. Was haben wir hier? Iridiumstäbe. Ja, das war's. 150er Pflanzen reizen mich jetzt eigentlich nicht mehr so. Okay. War hier oben an dem Lager noch irgendwo was Krasses? Oder müssen wir mal diesen Berg da noch weiter erforschen? Wir gehen jetzt mal in das Lager rein. Wo ist mein Lager? Hier ist das Lager. Gut, was haben wir denn hier? Hier ist noch Osmanium drin. Osmanium. Hier haben wir eine seltene Larve. Die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal gesucht. Zeolith ist uninteressant. Beweglichkeitsstufe. Das ist alles auch uninteressant. Dann haben wir hier noch Raketenantriebe. Mutagen, das wäre wichtig. Ja, okay, gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Ich fliege jetzt wieder zurück in die Basis, bringe mal das Material nach Hause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.